أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. Einer der Beinamen von Imam Ali ibn Musa al-Ridha salawatullahi wa salamu alayhi ist Alim al-Muhammad. Das heißt so viel wie der Wissende der Familie Muhammad salawatullahi wa salamu alayhim ajma'in. Und für den einen oder anderen mag das vielleicht merkwürdig klingen. Weil wenn ich jetzt sagen würde, der Wissende von al-Muhammad, an wen würden die meisten sofort denken in erster Linie? Sicherlich an Imam Ja'far ibn Muhammad al-Sadiq a.s., der Inhaber unserer Rechtsschule. Wir bezeichnen uns als Ja'fariyya, als Inhaber der Ja'faritischen Rechtsschule. Wir erinnern uns an Tatsachen, dass der Imam a.s. über 4000 Studenten hatte, die allesamt sagten, haddathana Ja'far ibn Muhammad a.s., uns berichtete Ja'far ibn Muhammad. Wenn wir den Namen wissen und Ahlul Bayt hören, denken wir automatisch an Imam Sadiq a.s. Aber wir sehen, dass Imam Ali ibn Musa al-Ridha a.s. diesen Beinamen hat, diesen Beinamen Alimu Ali Muhammad salawatullahi wasalam alayhi, der Wissende von Al Muhammad. Und diesen Beinamen hat er nicht von irgendwem bekommen. Niemand anderes als sein gesegneter Großvater, Imam Ja'far ibn Muhammad al-Sadiq, hat ihm diesen Namen gegeben. Imam al-Sadiq und Imam al-Kadhim bezeichneten Imam al-Ridha a.s. als Alimu Ali Muhammad. Und das sollte uns zu denken geben. Jemand wie Ja'far ibn Muhammad al-Sadiq, der Inhaber der Wissenschaften und nicht nur der religiösen Wissenschaften. Nicht nur die religiösen Wissenschaften. Denken wir an die Geschichten, wo Imam al-Sadiq a.s. Lehren in der Astronomie verbreitet hat, Lehren in der Chemie verbreitet hat. Jabir bin Hayyan beispielsweise, einer seiner bekannten und berühmten Schüler, der heutzutage als einer der Väter der Chemie gilt, war ein Schüler von Imam al-Sadiq a.s. Aber es wird berichtet, dass als der Name von seinem Sohn Imam al-Kadhim in seiner Anwesenheit erwähnt wurde, das heißt, als Imam al-Kadhim in der Anwesenheit von Imam al-Sadiq erwähnt wurde, sagte Imam al-Sadiq a.s., er sagte, und aus ihm, also aus seinem Sohn, und aus ihm wird Alimu Ali Muhammad hervorgehen, der Wissende von der Familie Muhammad hervorgehen, und ich wünschte, ich würde ihn erleben. Imam al-Sadiq sagt, ich wünschte, ich würde meinen Enkel Ali ibn Musa al-Ridha a.s. erleben. Warum? Was ist das für einen Rang und was für eine Stellung hat Imam Ali ibn Musa al-Ridha a.s., sodass Imam al-Sadiq sagt, ich wünschte, ich würde ihn erleben. Und das ist natürlich auch ein kleiner Bericht, der uns zeigt, dass die Imame der Ahlul Bayt a.s. Zugang zum verborgenen Wissen haben, weil Imam al-Sadiq a.s. verstarb im Jahre 148 nach der Hijra. Und ein paar Monate später wurde Imam al-Ridha a.s. geboren. Das heißt, er hat ihn tatsächlich nicht erlebt. Aber was ist dieser heilige Imam, über den wir heute sprechen wollen? Wer war Imam Ali ibn Musa al-Ridha a.s.? Was wissen wir über ihn? Außer, dass er vielleicht in Meshed begraben ist. Außer, dass sein Vater Imam al-Kadhim ist und sein Sohn Imam al-Jawad. Was können wir aber über sein reines Leben sagen? Was für Überlieferungen kennen wir von Imam al-Ridha a.s.? Welche Lehren haben wir von Imam al-Ridha a.s. mitgenommen für unser Leben? Imam Ridha, um einen kleinen Hinweis zu geben, Imam Ridha ist der Inhaber der goldenen Überlieferungskette. Es gibt im Arabischen eine Überlieferung, die bezeichnet wird als die Überlieferung der goldenen Kette. Warum? Es wird eines Tages berichtet, dass Imam Ridha a.s. mit seiner Karawane unterwegs war und die Menschen waren um ihn herum und der Imam ließ die Karawane anhalten. Und er trat hinaus zu den Menschen mit seinem leuchtenden, wunderschönen Gesicht. Er trat hervor und sagte, ich hörte meinen Vater
Musa ibn Ja'far sagen, von seinem Vater Ja'far ibn Muhammad al-Sadiq, von seinem Vater Muhammad ibn Ali al-Baqir, von seinem Vater Ali ibn al-Hussein Zainul Abidin, von seinem Vater al-Hussein ibn Ali, von seinem Vater Ali ibn Abi Talib, von dem Gesandten Gottes, von Jibrail, von Allah subhanahu wa ta'ala. Gibt es eine schönere Überlieferungskette als diese? Imam Rida trat hervor mit dieser Überlieferungskette und sagte, Allah subhanahu wa ta'ala sprach, Kalimatu la ilaha illallah husni, faman dakhala husni, amina min azabi. Das heißt, so viel wie die Worte la ilaha illallah sind mein Schutzwall. Und wer meinen Schutzwall betritt, der ist sicher vor meiner Strafe. Aber schaut, was danach passiert ist. Die Karawane zog weiter. Der Imam hat sich später wieder angehalten und er trat wieder zu den Menschen hervor und sagte: "Walakin bi shartiha wa shurutiha wa ana min shurutiha." Das heißt so viel wie: "Aber mit ihren Bedingungen und wahrlich ich bin von ihren Bedingungen." Wisset also, dass der Tauhid, dass die Worte La ilaha illallah nicht vollkommen sein können ohne die Wilaya von Muhammad wa al Muhammad. Weil Imam Rida sagte, wa ana min shurutha. Ich, Imam al-Rida, unsere Wilaya ist eine Bedingung, ist eine der Bedingungen für La ilaha illallah. Du willst den vollkommenen Tauhid haben, dann bezeuge das Prophetentum Muhammad sallallahu alaihi wa alihi und bezeuge die Wilaya von Amir al-Mu'minin und die Imame nach ihm. Denn Allah subhanahu wa ta'ala war es, der im Heiligen Koran sagte, dass in der Wilaya die Vollkommenheit der Religion steckt. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islama dina. Nachdem der Gesandte Gottes am Tage von Ghadir die Wilaya von Ali bestätigt hat, erst dann, o Gesandter Gottes, jetzt wurde die Religion vervollkommnet. Jetzt habe ich euch den Islam als Religion akzeptiert. Ali ibn Musa Rida a.s., was wissen wir aber über ihn? Welche Lehren haben wir von seinem Leben entnommen? Weil mein persönliches Ziel, und jeder, der möchte, kann sich diesem Ziel anschließen, mein persönliches Ziel ist es, dass wenn wir am Tage der Auferstehung vor den Imamen der Ahlul Bayt a.s. treten, dass wir zu jedem Imam gehen können und sagen, ich bedanke mich bei dir, o Imam, ich habe diese Eigenschaft von dir gelernt und in meinem Leben eingebracht. Sagen wir nicht, die Imame der Ahlul Bayt sind unsere Vorbilder, sind unsere Imame? Jeder von uns sagt, die 12 Imame sind unsere Vorbilder, okay. Imam al-Hadi ist dein Imam, richtig? Wir sagen ja. Was weißt du über Imam al-Hadi? Was hast du von ihm gelernt? Wenn jetzt Imam al-Hadi vor dir stehen würde, was könntest du sagen, oh Imam al-Hadi, ich danke dir, weil ich, was habe ich von dir gelernt? Meine Eltern haben gesagt, ich muss dir folgen. Eigentlich weiß ich nichts über dich. Das ist die traurige Wahrheit. Wir sollten vor den Imamen treten und sagen, O Imam al-Kadhim, ich danke dir dafür, denn durch dich habe ich gelernt, was Geduld bedeutet. O Imam al-Kadhim, ich danke dir, denn durch dich habe ich gelernt, dass ich jede Situation zum Besseren für mich wende. Du wurdest ins Gefängnis gesteckt und hast gesagt, O Allah, ich habe dich mein Leben lang darum gebeten, dass ich dich in Ruhe anbeten darf. Jetzt danke ich dir dafür, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast. Mach das Beste aus deinem Leben. Ich danke dir, O Imam al-Jawad beispielsweise, weil deine Großzügigkeit und das, was ich von dir gelernt habe, dass du mehrmals in deinem Leben dein gesamtes Vermögen gespendet hast oder manchmal die Hälfte deines Vermögens gespendet hast, O Imam al-Jawad, diese Tat von dir hat mich inspiriert, dass ich auch einen Großteil meines Vermögens gespendet habe. Jeder von uns sollte 1, 2, 3 Eigenschaften raussuchen von jedem Imam, von den 14 Unfehlbaren. Damit wir am Tage des Gerichts, und selbst wenn, la samahallah, stellt euch vor, la samahallah, ich beziehe es auf mich, la samahallah, inshallah nicht, aber der Tag der Auferstehung kommt und man wird zum Höllenfeuer geführt, la samahallah. Du kannst sagen, oh Allah, gib mir die Möglichkeit, die Imame zu sehen, ich möchte mich bei ihnen bedanken, dann kannst du mit mir machen, was du willst. Dann hast du die Möglichkeit, vor den Imamen a.s. zu treten. Stell dir vor, du stehst vor Imam Rida a.s. und sagst, oh Imam, ich danke dir dafür, weil ich dies und jenes von dir gelernt habe. Meinte der Imam wird dann keine Fürsprache für uns machen? Meinte Fatimatu Zahra a.s. wird keine Fürsprache für uns machen? Lasst uns Eigenschaften, lasst uns die Imame wirklich als Vorbilder nehmen, wirklich als Imame nehmen. Nicht nur die Namen, die ich auswendig kenne, weil ich sage, ja, irgendwann im Grab werde ich danach befragt, dann habe ich die Antworten und fertig. Lasst uns die Imame als Lehrer nehmen.
sodass wir am Tage des Gerichts von jedem einzelnen Imam Eigenschaften nennen können, die unser Leben beeinflusst haben. Erst dann sind sie nicht nur Imame in der Theorie, sondern Imame in der Praxis für mein Leben. Und das ist das, was zählt. Und heute wollen wir Imam Ali ibn Musa al-Ridha a.s. kennenlernen. Heute, wenn wir diesen Raum später verlassen, soll jeder von uns mindestens 3 Eigenschaften haben, wo er sagen kann, das habe ich heute von Imam Ridha gelernt und ab sofort werde ich diese Eigenschaften auf mein Leben anwenden. Und ihr werdet sehen, eure Liebe zu Imam Ridha steigt. Und das wollen wir inshallah anhand folgender Punkte tun. Wer war Imam Ridha a.s.? Wer war sein Vater? Wer war seine Mutter? Wo verbrachte der Imam a.s. den Großteil seines Lebens? Und für was war er bekannt? Drittens, was geschah nach dem Tod seines Vaters? Und mit welcher neu gegründeten Sekte sah er sich konfrontiert? Und wie ist er mit ihnen umgegangen? Viertens, welche Lehren können wir vom Leben von Imam Ridha a.s. für uns mitnehmen? Und fünftens, weshalb ging Imam Ridha a.s. nach Khurasan, nach Meshed, dem heutigen Meshed? Und wie waren seine letzten Momente, bevor er Märtyrer wurde? صلوا على محمد وآل محمد. Imam Ali ibn Musa al-Ridha Abul Hassan, sein Beiname Abul Hassan Ali ibn Musa al-Ridha a.s. wurde, wie ihr sicherlich wisst, am 11. Dhul-Qa'da im Jahre 148 geboren, nach manchen Überlieferungen, nach manchen im Jahre 153 nach der Hijra, also 5 Jahre dazwischen. Und sein Vater war niemand Geringeres als Imam Musa ibn Ja'far al-Kadhim alayhi salam. Und wie ihr wisst, hat er den Großteil seines Lebens im Gefängnis verbracht. Seine Mutter war eine ehrbare Frau namens Najma oder wie sie auch bezeichnet wird, Tuktam oder Khayzara. Sie hat verschiedene Namen. Und an der Stelle manche fragen, warum haben die Frauen der Imame oder die Mütter der Imame teilweise unterschiedliche Namen oder mehrere Namen? Zum einen war das so aus Taqiyya-Gründen, zum anderen war das auch so, dass bevor sie das Haus des Imams betraten, einen Namen hatten und als sie im Haus des Imams waren, einen anderen Namen bekommen haben. Deshalb wird sie als Najma bezeichnet, als Stern. Sie wird, oder ihr Name ist Najma, Stern. Unter diesem Namen ist die Mutter von Imam Ridha a.s. bekannt. Und sie wird im Fiqh als Ummul Walad bezeichnet. Im Fiqh, also im Religionsrecht, wird sie als Ummul Walad bezeichnet. Was bedeutet das? Wie ihr wisst, der Islam kam und wollte die Sklaverei Schritt für Schritt beseitigen. Damals gab es Sklaverei, das heißt ein Mann oder jemand konnte eine Sklavin beispielsweise kaufen. Und der Islam kam und hat es Schritt für Schritt beseitigt. Deswegen beispielsweise heutzutage, wenn ihr die Risale al-Amaliyya, das religionsrechtliche Werk eines Marja' al-Taqlid, eines Groß-Ayatollahs lest, und beispielsweise eine Kafara schauen wollt, was ist die Sühne für verpasstes Fasten oder absichtlich gebrochenes Fasten, dann sehen wir, faste so und so viele Tage nach oder beispielsweise zahle so und so viel oder befreie einen Sklaven. Und den dritten Punkt ignorieren wir immer meistens, weil es das heutzutage nicht mehr gibt. Ja, weil die Imame der Ahl-Bayt das Schritt für Schritt beseitigt haben. Beispielsweise Imam Zainul Abidin kaufte Sklaven, lehrte sie den Islam, hat sie in die Welt rausgeschickt, hat sie befreit. Wie viele Geschichten kennen wir von Imam al-Kadhim beispielsweise, dass vor ihm etwas passiert ist und die Sklavin entschuldigte sich und hat mit einem Koranvers geantwortet und der Imam sagte, Anti hurra bi wajhillah, du bist frei im Angesicht Gottes. Wir sehen, der Islam kam und hat Schritt für Schritt die Sklaverei beendet oder beseitigt. Ein weiteres Mittel, um die Sklaverei zu beenden, war diese Bezeichnung Ummul Walad. Das bedeutet, wenn ein Mann eine Sklavin kauft und diese Sklavin, seine Frau in dem Fall dann, ihm ein Kind zur Welt bringt und ihr Ehemann dann stirbt, ist sie automatisch frei. Ist sie automatisch frei, kann nicht mehr gekauft oder verkauft werden. Sie hat ihm einen Sohn geschenkt, der Mann ist verstorben, sie ist frei. Die Mütter der Imame a.s. ab Imam al-Kadhim sind alle Ummuhat Aulad, das heißt befreite Sklavinnen. Der Islam wollte damit auf 2 Punkte aufmerksam machen. Zum einen, wir wollen die Sklaverei beenden, Sklaverei muss aufhören. Zum anderen wollte der Islam deutlich machen, wir Muslime, wir unterscheiden nicht zwischen den Nationalitäten. Wir sehen, die Mütter, viele Mütter der Imame kamen aus Nordafrika. Najma kam aus dem Süden Ägyptens. Viele Mütter der Imame kamen aus Nordafrika.
Weil damals, und ich glaube, heute hat sich das nicht viel geändert, damals dachten die Araber, wir sind die Größten. Die Araber und das war's, mehr gibt's nicht. Wir, die Araber, wir sind die Herren der Schöpfung, so nach dem Sinne. Der Islam kam und sagte, nein, glaub nicht, dass ein Araber besser ist als ein Perser oder ein Perser besser ist als ein Türke oder der und der besser ist. Nein, ihr alle seid gleich, es gibt nur einen Maßstab. Inna akramakum indallahi atqakum. Der Beste unter euch ist derjenige, der Allah am nächsten ist, der am gottesfürchtigsten ist. Einziger Maßstab, was etabliert wurde, ist Gottesfurcht. Bist du Araber? Bist du Iraner? Bist du Türke? Bist du Pakistaner? Wenn du gottesfürchtig bist, bist du Allah nah. Wenn du nicht gottesfürchtig bist, hast du keinen Rang bei Allah subhanahu wa ta'ala. Selbst wenn du Araber bist, selbst wenn du zu den Haschimiten gehörst. Wenn du Allah nicht nah bist, hast du keinen Rang bei Gott. Und das hat der Islam deutlich gemacht. Die Imame der Ahl Bayt a.s. hätten alle aus Medina heiraten können, hätten alle Araberinnen heiraten können. Aber Hamide, die Mutter von Imam al-Karim, sagte, ich kenne keine Frau, die besser und ehrbarer und gottesfürchtiger ist als Najma. Und sie hat sie mit Imam al-Karim a.s. verheiratet. Sodass, es gibt eine wunderschöne Überlieferung bezüglich der Geburt von Imam al-Ridha a.s., seine wundersame Geburt. Und diese wundersame Geburt trifft auf alle Imame der Ahlbayt zu. Sheikh Saduq überliefert diese Begebenheit und sagt, dass Najma sagte, als ich mit meinem edlen Sohn Ali ibn Musa schwanger wurde, habe ich niemals das Gefühl gehabt, eine Last zu tragen. Und wenn ich schlief, vernahm ich in meinem Inneren Worte der Gottespreisung. Subhanallah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ich vernahm in meinem Inneren diese Worte. Aber wenn ich aufwachte, hörte ich nichts davon. Und als mein gesegnetes Kind auf die Welt kam, legte es die Hände auf den Boden, hob das edle Haupt zum Himmel und bewegte die Lippen und sagte Dinge, die ich nicht verstand. Das ist der wundersame Charakter, die wundersame Geburt der Imame der Ahlul Bayt, salatullahi wassalamu alayhim. Und wir wissen, Imam al-Ridha a.s. hatte sehr viele Geschwister. Imam al-Kadhim a.s., obwohl er den Großteil seines Lebens im Gefängnis verbracht hat, hatte er 19 Töchter und 18 Söhne. Also insgesamt 37 Kinder. Manchmal denken wir, wir haben eine große Familie, weil wir 6 Geschwister haben. Aber Imam Ridha a.s. mit 36 Geschwistern, ich glaube, ist ein bisschen mehr als das, was heute üblich ist. 36 Geschwister hatte Imam Ridha a.s. Imam al-Kadhim wollte damit aufmerksam machen und zeigen, die Linie Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi soll fortgeführt werden. Weil damals war es üblich, dass die Nachkommen des Propheten massakriert werden. Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, la'anahullah beispielsweise. Es war üblich, dass er an einem Tag 60 Nachkommen des Propheten getötet hat. 60 Sayyids genommen hat und einfach getötet hat, weil sie von der Linie von Ali und Fatima stammen. An Eid al-Adha hat er gefragt, was machen die Menschen draußen? Und sie sagten zu ihm, sie töten oder sie schlachten Schafe. Es ist Eid al-Adha, das Fest, das Opferfest. Er sagte, geht nach draußen, sucht jeden, der Ali, Hassan oder Hussein heißt und bringt sie zu mir. Sie haben sie geholt und hat sie allesamt abgeschlachtet. Nur weil sie Ali, Hassan oder Hussein geheißen haben, weil das ihr Name war. Das heißt, in der Geschichte sehen wir keine Familie, die mehr massakriert wurde als die Familie Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi. Aber schauen wir uns heute die Welt an, ist keine Familie auf der gesamten Welt so weit verbreitet wie die Familie Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi. Und deshalb beispielsweise, wenn ihr jemanden seht, der den Nachnamen Musawi trägt, dann wisst ihr, er kehrt zurück zu der Nachkommenschaft von Musa ibn Ja'far al-Kadhim a.s. Beispielsweise Imam al-Khumayni, radiyallahu anhu, war ein Musawi. Ayatollah al-Sayyid al-Khu'i war ein Musawi, beispielsweise. Also um ein Beispiel zu machen, meine Familie oder meine Familie väterlicherseits ist auch Musawi. Das heißt, Imam al-Kadhim a.s. hatte einen Sohn namens Muhammad al-Abid, der einen Sohn hatte namens Ibrahim al-Mujab, der heute in Karbala begraben ist. Und meine Familie beispielsweise stammt direkt von diesem Ibrahim al-Mujab. Deswegen, ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal in Karbala war mit meinem Onkel und wir zum Grab von Ibrahim al-Mujab gingen, sagt er zu mir, wenn du jetzt hier stehst, sag Assalamu alayka ya Jaddah, der Friede sei mit dir, o Großvater, weil das ist unser direkter Großvater. Von seiner Linie stammen wir ab. Das heißt, wir sehen, die Familie
des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi, genauso Ja'far, genauso aus die pakistanischen Geschwister, viele sind aus der Nachkommenschaft des Propheten. Wir sehen, die Familie des Propheten hat sich überall auf der Welt ausgebreitet, obwohl keine Familie so sehr massakriert wurde wie die Familie Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi. Imam Rida alaihi salam verbrachte den Großteil seines gesegneten Lebens in der heiligen Stadt Medina. Und er war bereits jemand, der in jungem Alter Unterricht gab. In der Prophetenmoschee war es üblich, dass Imam Ar-Ridha a.s. saß und Unterricht gab. Sodass die Überlieferungen sagen und die Berichte sagen, immer wenn es in einer Diskussion schwierig wurde oder wenn man irgendwo nicht weitergekommen ist, ginge man zum Ort, wo Ali ibn Musa Ar-Ridha saß und hat ihn befragt. Weil ihr wisst, sein Vater war den Großteil seines Lebens im Gefängnis. Das heißt, er war schwierig anzutreffen. Die Schiiten konnten nicht so einfach zu ihm gehen. Also gingen sie zu Imam Ar-Ridha alayhi salam. Man sagt, innerhalb der schiitischen Rechtsschule, also innerhalb der Schule der Ahlul Bayt alayhi salam, gab es drei Höhepunkte, drei Epochen, wo diese Rechtsschule besonders stark wurde. Zum einen natürlich innerhalb der Epoche von Imam Ali ibn Abi Talib, salatullahi wa salamu alayhi, wenn wir uns seine Berichte anschauen, seine Worte, seine Überlieferungen, wenn wir uns Nahj al-Balagha alleine anschauen, wissen wir, was für ein großes Wissen Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam hervorgebracht hat. Danach, das war die erste Epoche. Die zweite Epoche, ohne Zweifel, die Zeit von Imam Ja'far ibn Muhammad al-Sadiq alayhi salam, wo über 4000 Studenten sagten, Haddathana Ja'far ibn Muhammad. Der Imam verbreitete das Wissen überall. Und der dritte Höhepunkt war die Zeit von Imam Ali ibn Musa Ar-Ridha alayhi salam. Man sagt, nach Imam al-Baqir und nach Imam al-Sadiq haben wir von niemandem so viele Überlieferungen wie von Imam Ar-Ridha alayhi salam. Anders gesagt, das, was Imam al-Sadiq für den Fiqh war, für die religionsrechtlichen Aspekte, war Imam Ar-Ridha für die Aqaid, für die Glaubensfundamente. Das heißt, das, was Imam Sadiq hervorgebracht hat an Fiqh, an religionsrechtlichen Themen, alles übers Gebet, übers Fasten, über Zakat, über Khums und alle möglichen Wissenschaften, das, was Imam Sadiq für Fiqh war, war Imam Ar-Ridha alayhi salam für die Aqaid, für die Glaubensgrundsätze, für die Glaubensüberzeugungen. Deshalb beispielsweise Sheikh Habibullah hat eine Reihe von Überlieferungen gesammelt, die nur von Imam Ar-Ridha a.s. stammen. Das heißt, er hat sich die Aufgabe gemacht, ich sammle alle Überlieferungen, die es gibt, die von Imam Ar-Ridha stammen. Und er hat 8 volle Bände zusammengestellt. 8 Bände, nur Überlieferungen von Imam Ar-Ridha a.s. Sheikh Saduq, A'lallahu maqama, Sheikh Saduq, der bekannte Inhaber von der großen Werke wie Tawhid al-Saduq und andere, er brachte 2 große Bände hervor, namens Uyun Akhbar al-Ridha. Und dort führte er die wichtigsten, seiner Meinung nach, die wichtigsten Überlieferungen von Imam al-Ridha a.s. auf. Das heißt, wir haben zahlreiche Überlieferungen von Imam al-Ridha a.s. über Aqaid, über Glaubensgrundsätze, über Unfehlbarkeit, über Propheten, über Tawhid, über Allah subhanahu wa ta'ala. Zahlreiche Überlieferungen von Imam al-Ridha a.s. Der Imam lebte bis zum Jahre 203 nach der Hijra. Sein Vater, Imam al-Kadhim alayhi salam, erlangte das Martyrium im Jahre 183 nach der Hijra. Das heißt, wie lange war Imam al-Ridha Imam? Wer ist gut im Kopf rechnen? Wer hat aufgepasst? 183 bis 203. Wie lange war Imam al-Ridha Imam? 20 Jahre, richtig. Imam al-Ridha war 20 Jahre Imam. Im Alter von 35 bekam er das Imamat und war 20 Jahre Imam für die Menschen. Und er lebte 10 Jahre unter der Herrschaft von Harun al-Abbasi. Ja, bitte sagt nicht Harun al-Rashid, weil rechtgeleitet war er sicherlich nicht. Harun al-Abbasi. Harun al-Abbasi vergiftete seinen Vater Imam al-Kadhim a.s. Und als Imam al-Kadhim Märtyrer wurde, sagten die Menschen zu Imam Ridha, O Ali ibn Musa, O Sohn des Gesandten Gottes, halte dein Imamat bedeckt, tritt nicht vor den Menschen und sag, du bist Imam. Weil Harun hat deinen Vater getötet, wir fürchten, dass er auch dich tötet. Halte dein Imamat bedeckt, O Ali ibn Musa. Aber der Imam a.s. entgegnete und sagte, mein Großvater, der Gesandte Gottes Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi, sagte, als man zu ihm kam und sagte, Abu Jahl und Abu Lahab und Abu Sufyan wollen dich töten, O Gesandter Gottes, halte dich bedeckt.
Der Prophet sagte, weder Abu Lahab, noch die Götzendiener, noch sonst jemand wird mir nur ein Haar krümmen. Wenn einer von denen mir nur ein Haar krümmt, dann bin ich kein Prophet und kein Gesandter. Und genauso war es. Niemand konnte dem Gesandten Gottes Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi etwas anhaben. Und Imam Rida sagte genauso, was mein Großvater sagte, das sage ich. Harun al-Abbasi wird mir nicht ein Haar krümmen und wenn er das tut, so bin ich kein Imam, so bin ich kein Imam und ihr dürft mich anzweifeln. Und genauso geschah es. Harun al-Abbasi ließ Imam al-Ridha a.s. in Ruhe für 10 Jahre, als auch er, Harun, im Jahre 193 nach der Hijra verstorben ist. Imam al-Ridha a.s. sah sich daraufhin einem großen Problem entgegengesetzt, als sein Vater Imam al-Kadhim verstarb. Und das ist ein Problem, was es durchgängig gibt. Auch heutzutage finden wir dieses Problem leider. Imam al-Kadhim war ja im Gefängnis, wie wir gesagt haben. Er hatte Vertreter. Vertreter, zu denen die Schiiten hingegangen sind und ihre Khumsgelder gegeben haben. Darunter waren beispielsweise al-Qandi, al-Sarraj und Ali ibn Abi Hamza al-Bata'ini. Diese drei hatten so viel Geld, Khumsgelder, bei sich zu Hause, was eigentlich Imam al-Kadhim zusteht. Und sie haben gesagt, sobald Imam al-Kadhim rauskommt, geben wir ihm das Geld. Aber Imam al-Kadhim ist verstorben. Jetzt kam Iblis, la'anahullah, und hat sie verführt. Weil was hätten sie machen müssen? Normalerweise, der Imam verstirbt, der nächste Imam nach ihm bekommt die Khumsgelder, bekommt die Gelder, die die Menschen gegeben haben. Normalerweise hätten sie das Geld nehmen müssen und zu Imam Ridha gehen müssen und ihm das Geld geben. Aber Iblis, la'anahullah, hat sie verführt. Und sie haben sich gesagt, wir haben jetzt das große Geld bei uns, die ganzen Schiiten sind zu uns gekommen, sie haben uns das Geld gegeben, jetzt sollen wir es Imam Ridha geben? Nein, wir behalten das Geld. Was haben sie daraufhin gemacht? Sie haben das Imamat von Imam Ridha geleugnet und haben eine eigene neue Sekte gegründet, die sich Waqifiyya nennt. Die Waqifiyya. Das heißt so viel wie, sie haben bei der Wilaya, bei dem Imamat von Imam al-Kadhim gestoppt und haben nicht weitergemacht. Iblis la'anahullah hat daraufhin diese drei verführt. Deswegen, einen gottesfürchtigen Gläubigen erkennt man nicht durch das Gebet und durch das Fasten. Zeige jemanden den Euro und du siehst, wie stark er ist. Zeige jemanden Macht und Position und du siehst, wie stark er ist. Diese Menschen sahen Geld, Macht, Position, wir sind Vertreter von Imam al-Kadhim, jetzt sollen wir alles Imam Ridha geben? Nein, Imam al-Kadhim ist nicht tot. Wie Imam al-Kadhim ist nicht tot? Sein reiner Leichnam war auf der Brücke von Bagdad, Tausende haben an seiner Trauerzeremonie teilgenommen. Wie, er ist nicht tot? Imam al-Kadhim ist nicht tot. Das war jemand, der ihm ähnlich sah, der getötet wurde. Imam al-Kadhim ist in Wirklichkeit lebendig. Er ist in Wirklichkeit der Mahdi. Und irgendwann wird er zurückkehren. Und wenn er zurückkommt, geben wir ihm das Geld. Also darauf muss man erstmal kommen, auf diese Ideologie, zu sagen, Imam al-Kadhim lebt, das Geld bleibt bei uns. Imam al-Ridha ist nicht der Imam nach ihm, weil der Imam ist noch am Leben. Sie haben nicht nur diese drei, sie haben auch versucht, andere zu verführen. Sie sind beispielsweise zu Yunus ibn Abdurrahman gegangen, einer derjenigen, die wirklich gottesfürchtig und treu waren. Und deshalb sagte der Gesandte Gottes Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi, er sagte, Taqwa ist hier, und er zeigte auf seine Brust, Taqwa ist im Herzen. Du erkennst einen gottesfürchtigen Menschen nicht durch das häufige Gebet oder das häufige Fasten, das sind Erscheinungen, das sind gute Sachen. Aber die Gottesfurcht eines Menschen erkennst du, wenn es besonders schwierig wird, wenn es Prüfungen gibt, wenn ihm Sachen gezeigt werden, die ihn verführen, dann erkennst du die Absicht und die Gottesfurcht des Menschen. Deshalb, sie kamen zu Yunus ibn Abdurrahman, Ruzwanullahi ta'ala alayhi, sie sagten, komm zu uns, schließe dich uns an, du bekommst einen großen Anteil des Geldes. Yunus ibn Abdurrahman hat abgelehnt. Und er sagte, wir haben über die Wahrhaftigen berichtet, dass sobald die Zeit oder sobald die Zwietracht erscheint, dem Wissenden obliegt, sein Wissen deutlich zu machen, ansonsten ruht der Fluch Gottes auf ihn. Ihr sagt, ich soll sagen, Imam Ridha ist nicht der Imam? Nein. Wir als Gelehrte, wir sind verpflichtet, das Wissen deutlich zu machen. Musa al-Kadhim a.s. wurde getötet. Sein Erbe wurde verteilt. Der Imam nach ihm ist Ali ibn Musa al-Ridha, händigt ihm die Khumsgelder aus. Sie haben Nein gesagt, Imam Ridha a.s. Was hat Imam Ridha gemacht? Imam Ridha hat das Amt des Imamats in seiner perfekten Form bekleidet.
Er war ein Imam, hat durch sein Wissen gestrahlt, hat durch seine Erscheinung gestrahlt. Wie seine reinen Vorväter wurde ihm keine Frage gestellt, außer dass er darauf geantwortet hat. Aber was haben die Waqifiyya gemacht? Sie haben gesagt, ihr sagt uns, Imam Rida ist der nächste Imam. Sie haben gesagt, ja. Er sagt, wie? Er hat noch keine Kinder. Er hat noch keine Nachkommenschaft. Weil Imam Rida a.s. hat in einem sehr hohen Alter Imam al-Jawad bekommen, hat Nachkommenschaft bekommen. Er war ungefähr 47 Jahre alt, als Imam al-Jawad auf die Welt kam. Bis dahin hatte er keine Nachkommenschaft. Und die Waqifiyya kamen und sagten, schaut her, unsere Aqida ist, dass ein Imam Nachkommenschaft hat. Wo ist die Nachkommenschaft von Ali ibn Musa? Er ist 45 Jahre alt und hat noch keine Nachkommenschaft. Wie soll er der Imam sein? Und das ist übrigens auch eine Lehre für uns. Imam Rida a.s. hat gesagt, Allah subhanahu wa ta'ala wird mir Nachkommenschaft schenken. Macht euch keine Gedanken, macht euch keine Sorgen. Aber das zeigt uns, dass auch solche Persönlichkeiten wie Imam Rida a.s. damit geprüft werden, dass sie in einem hohen Alter Nachkommenschaft bekommen. Heutzutage in unserer Community, du bist 30 und hast keine Kinder? Ja, weili, ey, was hast du? Bist du krank? Nein, warum? Das ist eine Angelegenheit Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala schenkt jemandem manchmal in jungem Alter Nachwuchs und manchmal im späten Alter Nachwuchs. Allah subhanahu wa ta'ala zeigt uns, auch die liebsten Geschöpfe, die ich erschaffen habe, können manchmal in einem späteren, in einem höheren Alter Nachwuchs bekommen. Das ist kein Mangel. Das ist auch eine Prüfung wie andere Prüfungen. Und auch die Propheten wurden geprüft. Auch die Propheten wurden mit Krankheiten geprüft, mit Armut geprüft, mit dem Tod des Nachwuchses geprüft, wie das Siegel der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Denkt ihr, es war leicht für ihn, seinen Sohn Abdullah zu beerdigen? Denkt ihr, es war leicht für ihn, seinen Sohn Qasim zu beerdigen? Denkt ihr, es war leicht für ihn, seinen Sohn Tahir zu beerdigen? Das war auch schwierig für das Siegel der Propheten sallallahu alaihi wa alihi. Aber sie alle hatten Gottvertrauen. Sie alle haben ihre Angelegenheit in den Händen Allah subhanahu wa ta'ala gelegt. Und genauso Imam Rida a.s. sagte, macht euch keine Sorgen, Allah subhanahu wa ta'ala wird mir Nachwuchs schenken und er wird der Imam nach mir sein. Und als der Imam 47 Jahre alt war, schenkte seine Frau ihm, seinen Sohn, Imam Abi Ja'far Muhammad ibn Ali al-Jawad, salatullahi wa salamuhu alayhi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Harun al-Abbasi verstarb im Jahre 193 nach der Hijra. Harun hatte zwei Söhne, die sich dann gestritten haben. Al-Amin und Al-Ma'mun. Al-Amin, seine Mutter war eine Araberin, Subaida. Al-Ma'mun hatte eine Mutter, die eine Sklavin war, Marajil. Und was passiert, wenn ein König stirbt und seine Ländereien auf seine beiden Söhne verteilt und der König nun weg ist, der Vater nun weg ist? Was passiert? Sie bekriegen sich. Das ist auch das, was passiert ist. Al-Amin und Al-Ma'mun haben Krieg geführt. Jeder wollte der alleinige Herrscher sein. Um das abzukürzen, Al-Ma'mun, Al-Abbasi, hat seinen Bruder Al-Amin getötet und hat damit das Khalifat für sich komplett alleine beansprucht. Damals, diese sogenannten Khalifen, sie haben mit der islamischen Umma, mit den islamischen Gebieten wie Karten gespielt. Hier, du bekommst 3 Karten, du bekommst 2 Karten. Das war für sie ein Königreich, mehr nicht. Al-Ma'mun hat daraufhin seinen Bruder getötet und war der alleinige Khalif. Er war aber geschwächt, seine Position war geschwächt. Warum? Zum einen, seine Mutter ist keine Araberin. Und wie wir gesagt haben, das war eine Todsünde. Wie? Deine Mutter ist Sklavin, deine Mutter ist keine Araberin. Das ist schlecht für ihn. Das hat seine Position bei der Allgemeinheit geschwächt. Wir natürlich als Anhänger von Muhammad wa al-Muhammad sagen, das ist kein Grund, wieso jemand schlecht ist. Weil wenn wir uns das Siegel der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi anschauen, sein Großvater, Urgroßvater Ismail alaihi salam, wer war seine Mutter? Wer war die Mutter von Ismail alaihi salam? Hajar, richtig. War Hajar eine edle Königin oder Prinzessin? Nein, war auch eine befreite Sklavin. Und daraus ist das Siegel der Propheten entstanden. Das heißt für uns, wir sagen, das ist absolut kein Problem, aber für die Araber damals war es eine Todsünde. Al-Ma'mun, seine Mutter ist keine Araberin, das geht nicht. Zweitens, er hat seinen Bruder getötet und das gehört sich auch nicht. Sollte man, wenn möglich, vermeiden, seinen Bruder zu töten, das gehört sich nicht. War auch nicht unbedingt anerkannt, dass man seinen Bruder tötet. Und drittens, seine Minister und Berater waren auch keine Araber. Deswegen hat er seinen Sitz, sein Khalifat, sein Hauptsitz nicht in Bagdad gehabt, sondern in Khorasan. In dem heutigen Meshad, in Tos, in Maru. Dort hat er seinen Hauptsitz gehabt. Er wusste, meine Position ist geschwächt. Ich habe zwar den Krieg gewonnen gegen meinen Bruder, er ist tot, ich bin der alleinige Khalif, aber ich bin nicht so akzeptiert unter den Menschen. Und
Al-Ma'mun war ein hinterhältiger, hinterlistiger Khalif. Ähnlich wie Muawiyah. Was hat er gesagt? Er wusste, Imam al-Ridha ist beliebt unter den Menschen. Die Menschen lieben Imam al-Ridha a.s. Er sagte, ich mache mir diese Liebe zu eigen. Was hat er gemacht? Oh, Ali ibn Musa, komm nach Khurasan, komm zu mir. Imam al-Ridha sagte, nein, ich bin hier in Medina, ich will in Medina bleiben. Er sagte, nein, du musst nach Khurasan kommen. Sinngemäß, ich besitze das Schwert meines Vaters und das Blut deines Vaters tropft noch davon. Sinnbildlich, natürlich wurde der Imam vergiftet, aber sinnbildlich, so wie mein Vater deinen Vater getötet hat, kann ich das gleich auch mit dir machen. Komm nach Khurasan. Der Imam a.s., schweren Herzens, musste die heilige Stadt Medina verlassen, die Stadt Medina, die Stadt seiner Großväter, die Stadt des gesandten Gottes Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi, und er zog in die Ferne nach Khurasan. Manche fragen sich vielleicht, warum liegt Imam Ridha in Meshad, im Iran, so weit weg begraben? Gharib, warum? In Medina liegt der Gesandte Gottes, sallallahu alaihi wa alaihi. In Medina liegt Imam al-Hasan, Imam Zain al-Abidin, Imam al-Baqir, Imam al-Sadiq. Sie alle liegen in Jannat al-Baqir. Imam al-Hussein in Karbala, im Irak. Imam Ali im Irak. Imam al-Jawad, Imam al-Kazim, Imam al-Hadi, Imam al-Askari. Sie alle liegen im Irak. Außer Imam Ridha a.s. in der Ferne. In Meshad, im heutigen Iran. Er wurde gezwungen, er hatte keine andere Wahl. Al-Ma'mun wollte sich die Liebe der Menschen zu Imam Ridha zu eigen machen, damit auch sie ihn lieben. Was hat er gemacht? Er sagte, oh Ali ibn Musa, ich trete das Khalifat an dich ab. Und Imam Ridha wusste, was das Ziel von ihm ist. Er wusste, was dahinter steckt. Er sagte, wie, du willst das Khalifat an mich abtreten? Erstens, wenn du nicht der wahrhaftige Khalif bist, wie kannst du das Khalifat an mich abtreten? Wie kannst du mir etwas geben, was nicht dir zusteht, was nicht dir gehört? Und zweitens, wenn du wirklich Khalif bist, wie kannst du etwas geben, was dir zusteht? Al-Ma'mun al-Abbasi sagte, okay, wenn das so ist, erkläre ich dich nun zu meinem designierten Nachfolger, Waliul Ahd. Du bist mein Nachfolger. Imam Ridha sagte, nein, möchte ich nicht. Er sagte, doch, ob du willst oder nicht, du wirst mein Nachfolger. Imam Ridha hatte auch hier keine andere Möglichkeit gesehen, außer dass er sagte, ich werde weder herrschen, noch werde ich einen Befehl geben, noch werde ich etwas abweisen, damit die Leute bloß nicht denken, ich herrsche für Al-Ma'mun Al-Abbasi. Ich werde nichts machen. Die Menschen daraufhin freuten sich, ja, die Angelegenheit ist zurückgekehrt zu Al-Muhammad. Imam Ridha ist jetzt der Nachfolger von Al-Ma'mun. Die Angelegenheit kehrt zurück zu Ahl-Bayt. Imam Ridha machte deutlich, nein, glaub das nicht. Und wahrlich, ich werde bald getötet werden. Glaub nicht, dass Al-Ma'mun wirklich meine Nachfolgerschaft will. Ich werde bald getötet werden. Al-Ma'mun wollte, und er sah ja immer, wie Imam Ridha beliebter wurde und beliebter und die Menschen nur zu ihm kamen, er wollte ihn blamieren. Er wollte ihn vor den Menschen schlecht dastehen lassen. Und er begann den gleichen Fehler wie seine Vorväter. Und das ist das Problem, wenn man sich mit Al-Muhammad anlegt. Als Beispiel, Al-Mansur al-Dawaniqi, der Khalif, was hat er gemacht, als er Imam al-Sadiq blamieren wollte? Wer weiß es? Was hat er getan? Al-Mansur al-Dawaniqi, was hat er getan, der Khalif, um Imam al-Sadiq zu demütigen? Er dachte, er kann ihn demütigen. Was hat er gemacht? Er hat Gelehrte eingeladen. Abu Hanifa und andere Gelehrte der Zoroastrier und Gelehrte des Judentums. Und er hat alle versammelt und gesagt, debattiert mit ihm. Stellt ihm eine Frage, die er nicht beantworten kann. Nur eine einzige Frage will ich, dass sie ihm stellt, die er nicht beantworten kann. Was hat Imam al-Sadiq gemacht? Jede einzelne Frage hat er beantwortet. Am Ende haben sie sich blamiert statt Imam al-Sadiq a.s. Und die Liebe zu Imam al-Sadiq stieg weiter. Al-Ma'mun wollte genau das Gleiche machen. Hat den gleichen Fehler begangen. Was hat er gemacht? Er hat zu einer großen Debatte eingeladen. Und die Debatte kennt ihr sicherlich, haben viele schon mal gesehen. Kann man auch im Werk Al-Ihtijaj nachlesen. Die große Debatte um Imam Ridha a.s., wo die Oberhäupter des Christentums kamen und die Oberhäupter des Judentums und die Oberhäupter der Sabäer. Und Imam Ridha a.s., als er davon hörte, fragte er seinen Gefährten Naufali, er sagte, was glaubst du, was Al-Ma'mun damit bezwecken will? Und er sagte, soll ich ehrlich sein, oh Ali ibn Musa? Er sagte, ja. Er sagte, ich glaube, er versammelt all diese Gelehrten, damit sie dir eine Frage stellen und du antwortest mit Koran und Sunna und sie sagen, wir akzeptieren Koran und Sunna nicht, antworte gemäß unseren Büchern. Und er denkt, du wirst dann nicht fähig sein. Er will, dass du dich dann blamierst. Und Imam Ridha antwortet und sagte, weißt du, wann er das bereuen wird, diese Entscheidung? Er sagte, wann?
Er sagte, nachdem er sehen wird, wie ich die Leute des Christentums mit der Bibel begegne und die Leute des Judentums mit der Tora begegne und die Leute der Sabäer mit dem begegne, womit Yahya kam, dann wird er bereuen, was er gemacht hat. Und genau so kam es. Sie alle haben sich versammelt und wir können jetzt natürlich nicht die gesamte Debatte hier anführen, aber sie alle haben sich versammelt. Sie alle haben dem Imam Fragen gestellt und der Imam hat jede einzelne Frage beantwortet, die ihm gestellt wurde. Eine besonders schöne Lehre entnehmen wir von dieser Debatte. Als Imran al-Sabi'i, das Oberhaupt der Sabäer, zu Imam Ridha trat und ihm Fragen stellte und der Imam antwortete auf jede Frage. Bis dann, und jetzt passt gut auf, passt hier gut auf, bis dann die Gebetszeit eingetroffen ist. Imam Ridha sagte, die Zeit des Gebetes ist eingetroffen, lass mich zu meinem Herrn beten und dann machen wir weiter. Imran al-Sabi'i sagte, so nach dem Motto, so bleib hier auf meinen Nacken, bleib hier, lass mich weiter die Fragen stellen, mein Herz ist gerade weich, ich bin kurz davor, deiner Ansicht zu folgen, ich bin kurz davor zu konvertieren, ich bin schwach geworden, ich fürchte, dass wenn du jetzt aufstehst, Iblis mit meinem Gehirn spielt, mit meinem Herzen spielt, ich bin gerade weich, beantworte mir noch Fragen. Er sagte, nein, lass mich mein Gebet verrichten und dann können wir so lange bleiben, wie wir wollen, wie du willst. Imam Ridha zeigt uns, selbst wenn das Oberhaupt der Sabäer gerade da ist und er kurz davor ist, rechtgeleitet zu werden und durch ihn alle Sabäer vielleicht noch den schiitischen Islam annehmen, wenn die Gebetszeit eingetroffen ist, steh auf und bete. Eine Lehre, die wir hier von Imam Ridha a.s. sehen. Er hat sein Gebet verrichtet, kam zurück, Imran hat weiter die Fragen gestellt und der Imam hat ihm alle möglichen Fragen beantwortet. Wir sehen zahlreiche Lehren vom Leben von Imam Ridha a.s. Seine Bescheidenheit. Die Bescheidenheit von Imam Ridha, seine Gottesfurcht, ist nicht mit Worten zu beschreiben. Eines Tages, und es war ein Eid-Tag, also ein Festtag, sagte Al-Ma'mun zu ihm, O Ali ibn Musa, wir treten nun alle gemeinsam hinaus, es ist Eid. Der Imam sagte, nein, lass mich zu Hause, ich will nicht hinausgehen. Er sagte, doch, du musst, weil du gehörst zum Staat, du bist mein Nachfolger, du musst rausgehen mit uns. Er sagte, okay, aber wenn ich rausgehe, gehe ich gemäß der Erscheinung meines Großvaters Muhammad sallallahu alaihi wa alle raus. Al-Ma'mun sagte daraufhin, einverstanden, du willst gemäß der Erscheinung deines Großvaters hinaustreten, kein Problem. Es kam der Tag des Eid, er, Al-Ma'mun und seine Minister und seine Berater traten hinaus auf Reittiere, die größten Waffen, die schönste Kleidung, die schönste Rüstung, sie alle traten hervor vor den Menschen. Imam Ridha a.s. trat hinaus mit einer bescheidenen Kleidung, barfuß, sein Gesicht strahlte. Er erinnerte an die Erscheinung des Siegels der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi. Die Menschen kamen und sahen, da ist Al-Ma'mun al-Abbasi, in dieser Erscheinung tritt er und da ist Imam Ridha. Und sie haben gesagt, das ist die Erscheinung der Tyrannen, der Unterdrücker, das ist die Erscheinung der Propheten, so wie Ali ibn Musa al-Ridha zu sehen ist. Daraufhin, nachdem Ma'mun gesehen hat, was passiert ist, ein Minister kam zu ihm. Er sagte, O Ma'mun, wenn Imam Ridha den Gebetsplatz erreicht, wird sich die Angelegenheit gegen dich wenden. Schick ihn wieder zurück, er soll wieder zurück, wir wollen ihn nicht. Daraufhin sagte man, O Ali ibn Musa, das ist zu anstrengend, wir wollen dich nicht, wie die Libanesen sagen, wir wollen nicht, dass es anstrengend für dich ist, geh bitte zurück nach Hause. Der Imam trat immer in einer absoluten Erscheinung der Demut und der Bescheidenheit hervor. Eine weitere Lehre, die wir von Imam Ridha a.s. mitnehmen können, ist, einige dich vorab über Konditionen. Einmal sein Gefährte Sulaiman ibn Ja'far al-Ja'fari war bei Imam Ridha a.s. Und sie gingen und liefen an den Feldern von Imam Ridha a.s. Und er hatte einige Leute, die sein Feld bearbeitet haben oder die gearbeitet haben. Er sah aber eine Person, die fremd war, die er nicht kannte, unter den Helfern, unter den Arbeitern. Und er sagte, wer ist diese Person, die hier ist? Sie sagten zu ihm, wir haben gesehen, wir brauchen Hilfe und wir haben eine Person engagiert, die uns hilft mit den Arbeiten. Er sagte, habt ihr mit ihm ausgemacht, wie viel ihr ihm geben wollt für die Arbeit? Sagten, er nimmt das, was wir ihm geben. Dieser Sulaiman ibn Ja'far al-Ja'fari berichtet, er sagt, ich sah, wie das Gesicht des Imams rot wurde. Der Imam wurde wütend, zornig. Er sagte, wie oft habe ich euch gesagt, dass wenn ihr eine Dienstleistung beansprucht, jemanden holt zum Arbeiten, klärt vorab die Konditionen mit ihm, nicht danach. Klärt vorab, was er für diese Arbeit bekommen soll, nicht danach, weil wenn ihr ihm danach das Dreifache geben solltet, er wird immer noch unzufrieden sein. Und das kennen manche vielleicht, wenn wir im Urlaub sind, die Taxifahrer. Kennt ihr das?
Manchmal sieht man ein Taxi, kannst du mich nach dahin bringen? Ja, steig ein, steig ein. Du fragst ihn, wie viel nimmst du? Er sagt, steig ein, klären wir später. Sag, nein, nicht später klären. Ich weiß, später wirst du das Fünffache verlangen. Klären wir jetzt, sag mir, was du für die Strecke haben willst, dann steige ich ein. Wenn es zu viel ist, sage ich, nein, danke. Wenn es angemessen ist, steige ich ein. Versuch darauf zu beharren. Das ist mir in unseren Ländern vermehrt aufgefallen. Du willst irgendwo einsteigen? Ja, komm, komm, wir klären das, wir klären das. Alle Ayuni, alle Rasi, so. Wir klären das, kein Problem. Und dann bringt er dich, wo ist alle Ayuni, wo ist alle Rasi, den fünffachen Preis will er plötzlich haben. Lasst euch darauf nicht ein. Klärt vorher, was er dafür haben möchte. Oder zwei Freunde, die ein Startup gründen. Jetzt im Moment sind wir Freunde, wir klären Startup und ja, wir klären die Konditionen später, wer wie viel bekommt. Jetzt seid ihr noch Freunde, jetzt seid ihr noch eng, weil noch keine Euros auf dem Konto sind. Aber warte ab, bis einige Euros auf dem Konto sind und dann sieht man, wo eure Freundschaft hingeht. Klärt vorab die Konditionen, so viele Anteile habe ich, so viele Anteile hast du. Wenn die Firma größer wird, dann ist alles im Vorfeld geregelt. Imam Rida lehrt uns und sagt uns, klär vorab, was die Konditionen sind. Du willst jemanden beauftragen, der ein Buch übersetzt, du willst jemanden beauftragen, der etwas für dich macht, deinen Garten aufräumt, der im Haus etwas macht, kläre vorab, wie viel Geld er bekommt, lass ihn nicht arbeiten und handle dann mit ihm. Das ist nicht gut. Eine Lehre von Imam Rida a.s. Eine weitere wunderschöne Lehre von Imam Rida ist der Umgang mit seinen Feinden. Und von jedem Imam lernen wir solch ein Verhalten. Harun al-Abbasi hatte einen Handlanger namens al-Junaydi. Diesen Handlanger hat er einmal geschickt zum Haus von Imam Rida a.s. Und er sollte das Haus stürmen und von den Frauen die Güter und die Gewänder alle wegnehmen und ihnen nur ein einziges übrig lassen. Dieser al-Junaydi kam mit einigen Soldaten. Imam Rida stand draußen. Er hat seine Frauen ins Haus reingeschickt, in ein Zimmer, hat die Tür abgeschlossen. Er sagte, was möchtest du? Er sagte, ich habe einen Befehl vom Khalifen, dein Haus zu stürmen und alle Güter zu entwenden und diese Abayas, diese Gewänder von den Frauen, alle mitzunehmen, bis auf ein einziges. Er sagte, wehe dir, das ist das Haus der Töchter des Gesandten Gottes. Du willst dieses Haus betreten? Er sagte, ja, es ist ein Befehl des Khalifen. Er sagte, okay, bleib draußen, ich gehe rein und hole es. Er sagte, nein, ich muss reingehen. Er sagte, nein, nein, warte, ich gehe rein und hole alles, was du willst und gebe es dir. Aber betritt bitte nicht unser Haus. Er sagte, okay. Al-Junaydi wartete draußen, Imam Rida a.s. ging hinein, sammelte den Schmuck und die Gewänder und alles, was die Frauen hatten und brachte sie raus, sodass die Frauen nur noch ein einziges Gewand hatten. Das heißt, wenn beispielsweise drei Frauen beten wollten, nur eine konnte beten, sie mussten warten, bis sie fertig ist, damit die andere das Gewand nehmen konnte und beten konnte. Die Tage vergingen, Harun starb. Al-Ma'mun war in Khorasan. Dieser Al-Junaydi, der gleiche Al-Junaydi, wurde Jahre später zu Al-Ma'mun al-Abbasi hineingeführt. Er hat etwas gemacht und sollte bestraft werden. Jetzt stell dir vor, dieser Al-Junaydi kommt in den Raum, sieht auf dem Thron Al-Ma'mun al-Abbasi sitzen, zu seiner Rechten Imam Rida a.s. Er sieht Imam Rida, er hat ihn erkannt. Und Imam Rida hat auch ihn erkannt. Du warst derjenige, der vor einigen Jahren unser Haus gestürmt hat und der alles genommen hat. Dieser Al-Junaydi hat Panik bekommen. Er sagt, Imam Rida ist da, was wird er ihm erzählen, wie wird meine Strafe ausfallen? Imam Rida wandte sich zu Al-Ma'mun und er flüsterte ihm etwas zu. Al-Junaydi konnte es nicht hören, aber er hat Panik bekommen. Was hat er ihm gesagt? Hat er ihm gesagt, er soll mich töten? Hat er ihm gesagt, er soll mich bestrafen? Was hat er ihm gesagt? Er hat Panik bekommen. Dieser Al-Junaydi ist zu Al-Ma'mun al-Abbasi gerannt. Er sagte, ich flehe dich an, bei den Jahren, wo ich deinem Vater Harun gedient habe, ich flehe dich an, ich war ein Diener deines Vaters Harun, ich flehe dich an, bei diesen Jahren, mach genau das Gegenteil, was Ali ibn Musa gerade gesagt hat zu dir. Er hat ihn nicht gehört, was er gesagt hat. Al-Ma'mun schaute ihn an, er sagte, weißt du was, du bist hierher geführt worden, damit ich dich töte, damit du bestraft wirst. Für die Tat, die du gemacht hast. Ali ibn Musa wandte sich zu mir und flüsterte mir etwas zu. Er sagte, O Ma'mun, ich kenne ihn. Al-Junaydi kenne ich. Bei meinem Recht verschone ihn, vergib ihn, lass ihn am Leben, lass ihn gehen. Du bist jetzt zu mir gekommen und hast mich bei meinem Vater beschworen, dass ich das Gegenteil machen soll, was Ali ibn Musa gesagt hat. Ich werde deinem Wunsch entsprechen. Wache kommt, tötet ihn. Sie kamen und haben ihn exekutiert. Das passiert, wenn man Al-Muhammad nicht kennt. Sie denken, Al-Muhammad sind wie die anderen Menschen, sind auf Rache aus, sind darauf aus,
Auch wenn es Jahre später ist, dass sie Rache von den Menschen ausnehmen, das ist nicht Al-Muhammad, salatullah wa salam alayhim. Die Familie des Propheten ist die Familie der Barmherzigkeit, die Familie der Güte. Auch die Leute, die ihm Schlechtes angetan haben, er wendet sich zu Al-Ma'mun und sagt, ich kenne ihn, verschone bitte sein Leben, lass ihn gehen. Das ist Al-Muhammad, salatullah wa salam alayhim, ajma'in. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Nachdem also Al-Ma'mun Al-Abbas gesehen hat, Imam Rida wird immer beliebter, die Diskussion, die Debatte hat nicht dazu geführt, dass die Menschen ihn verabscheuen, im Gegenteil, die Liebe zu den Menschen, die Liebe der Menschen ist gestiegen, hat er geplant und geplant und geplant und geschaut, wie werde ich Ali ibn Musa Rida los? Wie kann ich ihn töten? Wie kann ich ihn loswerden? Und es wurde ihm gesagt, vergifte Trauben und Granatapfel. Damit wirst du den Imam töten. Und Imam Rida hat selber seinen Tod prophezeit. Ihr alle oder viele, vor allem die arabisch sprechenden Geschwister, kennen dieses bekannte Gedicht von Da'bil ibn Ali al-Khuza'i. Madarisu ayatin khalat min tilawatin. Das, was so viel heißt wie Schulen der Verse von Rezitationen leer. Und dieser Da'bil hat ein wunderschönes Gedicht gehalten. Imam Rida a.s. weinte aufgrund seines Gedichtes. Afatimu lau khilti al-Husayna. مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي اذا للطمت الخد فاطم عنده واجريت دمع العين في الوجنات. Also ein wunderschönes Gedicht, der Imam weinte, und dieser Da'bil kam zu einer Stelle, wo er dann sagte: وقبر ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن في الغرفات. Also er sprach über das Grab seines Vaters von Imam al-Kadhim, das Grab in Bagdad. An dieser Stelle kam Imam Rida und sagte, O Da'bil, erlaubst du mir, dass ich zwei Zeilen hinzufüge, damit dein Gedicht vollständig wird? Er sagte, ja, es ist mir eine Ehre, O Sohn des Gesandten Gottes. Und der Imam sagte daraufhin, وَقَبْرٌ بِطُوسٍ يَا لَهَا مِنْ مُصِيبَةٍ. Und ein Grab in Tus. Und was für eine große Tragödie wird dieses Grab sein. Da'bil daraufhin sagte, O Ali ibn Musa, O Sohn des Gesandten Gottes, ich kenne von euch kein Grab, was in Tus ist, also im heutigen Meschet. Ich kenne von euch kein Grab, was dort ist. Und der Imam sagte, die Tage werden vergehen. Es ist mein Grab, O Da'bil, es ist mein Grab. Und die Tage und Nächte werden vergehen. Und jetzt hört genau zu. Bis dass der Ort Tus gefüllt sein wird von meinen Besuchern und Anhängern. Und schaut heute nach Meschet, wie viele Menschen jährlich zu Imam Rida a.s. gehen. Er sagte, wahrlich, wer mich in meiner Einsamkeit in Tus besucht, der wird mit mir in meiner Stufe am Tage des Gerichts sein und ihm wird vergeben. Frohe Botschaft all denjenigen, die diese Ehre hatten, Imam Rida a.s. in seiner Einsamkeit in Tus zu besuchen. Er war einsam damals, aber heute ist es gefüllt mit den Menschen. Und er plante, Al-Ma'mun plante und plante. Und eines Nachts ließ er Imam Rida a.s. zu sich rufen. Und mit ihm war einer seiner engsten Gefährten, Abu Salt. Er ließ den Imam in der Nacht zu sich rufen. Er sagte, oh Ali ibn Musa, setz dich. Der Imam setzte sich. Er sagte, schau mal, ich habe hier Trauben und Granatapfel. Iss davon. Der Imam sagte, nein, ich möchte nicht. Al-Ma'mun sagte, ich habe bereits davon gegessen, das sind leckere Trauben. Iss davon. Der Imam sagte, nein. Er sagte, oh Ali ibn Musa, bezichtigst du uns etwa? So nach dem Motto, bezichtigst du uns, dass wir dir etwas antun wollen? O Ali, iss. Und da wurde der Ton schon ein bisschen rauer. Und der Imam a.s. wurde auch hier gezwungen und er hat einige Trauben davon gegessen. Und er spürte, wie das Gift sich in seinem Körper ausbreitete, ähnlich wie seine Vorväter, ähnlich wie bei Imam al-Hassan a.s. Und die Berichte sagen, zwischen seinem Mund und seinen Bauchnabeln, die Schmerzen waren so stark, als würde man ihn mit den Messern aufschneiden. So sehr hat das Gift seine Innereien zerrissen. Und Imam Rida a.s., bevor er zum Palast reinging, sagte er zu seinem Gefährten Abu Salt, er sagte, ich gehe jetzt rein. Wenn ich rauskomme und mein Gewand ist auf meine Schultern, wisse, alles ist in Ordnung. Du kannst mit mir reden, alles ist gut. Wisse aber, dass wenn mein Umhang auf meinem Kopf ist, so wurde ich vergiftet und die Tragödie bricht herein. Der Imam a.s. stand auf, wollte gehen. Al-Ma'mun sagte, wohin? O Abul Hassan. Er sagte, ich gehe dahin, wohin du mich geschickt hast. Also zu meinem Grab. Er machte den Gewand auf seinem Kopf, trat hinaus, kämpfte mit den Schmerzen des Giftes.
Abu Salt sah ihn, er sah den Gewand auf seinem Kopf und er wusste, der Imam wurde vergiftet. Und der Imam a.s. ging nach Hause. Abu Salt bekam den Befehl, abzuschließen, die Türen zu verriegeln, damit niemand hineintritt. Der Imam lag auf der Matratze, er wandte sich vor Schmerzen hin und her. Er spürte, wie das Gift seine Innereien zerrissen hat. Abu Salt stand da, schaute zum Imam, wie er mit den Schmerzen kämpfte. Und plötzlich hörte er die Stimme eines Jungen neben ihm. Ein junger Mann war plötzlich da, neben ihm. Er wandte sich zu ihm und sagte, wie bist du hier reingekommen? Die Tore waren verschlossen. Wer hat dir die Erlaubnis gegeben, hier zu sein, oh junger Mann? Und dieser junge Mann antwortete, derjenige, der mich von Medina hierher gebracht hat, war derjenige, der mir die Erlaubnis gab, hier reinzukommen. Oh, aber Salt, wisse, ich bin dein Imam, Abu Ja'far, Muhammad ibn Ali al-Jawad, a.s. Imam al-Jawad musste da sein. Nur ein Ma'sum kann einen anderen Ma'sum bestatten. Imam Rida, a.s. kämpfte mit den Schmerzen, aber er hörte die Stimme seines Sohnes, Imam al-Jawad. Er sagte, Ilayya, Ilayya, ya Abunay, zu mir, mein Sohn. Er umarmte seinen Sohn, den er vermisst hatte, seit längerer Zeit nicht gesehen hatte. Er umarmte ihn, er küsste ihn auf die Stirn, er übergab ihm die Bücher. Er flüsterte ihm die Geheimnisse der Wilaya zu. Aber schaut eine Sache. Diese Sache bricht die Herzen der Liebenden von Al-Muhammad. Wir alle sitzen heute hier, gedenken der Martyrin von Imam Rida. Unsere Gedanken sind bei Imam Rida a.s. Wie er auf diesem Boden lag, wie er sich vor Schmerzen wandte von dem Gift, was seine Innereien zerrissen hat. Aber wisst ihr, wo die Gedanken von Imam Rida a.s. waren? Er sagte, oh Abu Salt, nimm diese Matratze und den Belag von mir weg, leg mich auf den Boden. Er sagte, warum, O Ali ibn Musa? Er sagte, ich möchte für einige Augenblicke spüren und fühlen, was mein Großvater Hussein ibn Ali gespürt hat, als er in Karbala auf dem Boden lag. Wir sagen, Sayyidi wa Maulai, ja Ali ibn Musa, du lagst auf dem Boden. Du lagst auf dem Boden, dein Gefährte war bei dir, dein Sohn war bei dir. Aber Abdullah lag 3 Tage auf dem heißen Boden Karbalas, ohne Waschung, ohne Kaffern. Der Kopf mehrere Kilometer entfernt von dem Körper. O Sayyidi wa Maulai, O Ali ibn Musa, dein Körper ist von dem Gift zerrissen. Dein Körper ist von dem Gift angegriffen worden. Aber Sayyidi wa Maulai, ja Ali ibn Musa, der Körper deines Großvaters Hussein war durchlöchert mit Pfeile. Der Körper deines Großvaters Hussein wurde von den Tieren, von den Pferden zertrampelt. Seine Rippen wurden gebrochen. Imam Zainul Abidin saß im Zelt und er sagte, ich hörte, wie die Rippen meines Vaters Hussein geknackt sind, als die Pferde darüber getrampelt sind. Alle Imame ausnahmslos, sobald es zu ihrem Tod kam, waren ihre Gedanken bei ihrem Großvater Hussein ibn Ali, salawatullahi wa salamu alayhi. Und wir schließen uns dieser Sunna an. Wir trauern um dich, ja Ali ibn Musa al-Rida. Aber oh Imam, ja, Sayyidi, deine Gedanken, wo waren deine Gedanken? Er sagt, meine Gedanken sind bei Hussein. Ich möchte ein bisschen das fühlen, was Hussein ibn Ali gespürt hat. Bis das Gift weiter sich ausbreitete und der Imam auf dem Boden lag und seine Stirn schwitzte, sein Atmen wurde langsamer. Man sah, wie seine Beine, kennt ihr das, wenn man Schmerzen hat und auf dem Boden liegt und man windet ein Bein, zieht man nach oben, dann das andere Bein, man dreht sich hin und her. Man sah, die Bewegung des Imams wurde immer langsamer. Er streckte seine Beine aus, er lockerte seine Hände, er sprach die Worte der Bezeugungen und seine reine Seele verließ das Diesseits. Und die Menschen riefen, wa Aliya, wa Imama, wa Sayyida. Die Menschen weinten um ihren Maula, um Imam al-Rida, salawatullahi wa salamu alayhi. Und dies war am 30. Safar im Jahre 203 nach der Hijra. Und nach ihm übernahm das Imamat sein Sohn Abu Ja'far Muhammad ibn Ali al-Jawad a.s. Mit nur 8 Jahren zeigte er den Menschen, dass die Angelegenheit der Ahlul Bayt, die Angelegenheit des Imamats, keine Angelegenheit der Menschen ist. Er zeigte, dass ein Imam kann alt sein und ein Imam kann jung sein. Ein Imam kann in seinen 30ern sein, ein Imam kann aber auch 8 Jahre alt sein. Ein Imam kann auch 5 Jahre alt sein, wenn es darum geht, auf seinen Vater das Gebet zu verrichten, wenn es darum geht, die Führung der Ummah zu übernehmen, weil das Imamat eine Angelegenheit Allah subhanahu wa ta'ala ist. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er uns die Ziyara von Imam Ali ibn Musa al-Rida a.s. in dieser Welt
ermöglicht. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass uns die Lehren von Imam Ridha alaihi salam in unser Leben einbringt. Und wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er uns die Fürsprache von Imam Ali ibn Musa al-Ridha alaihi salam am Tage des Gerichts gewährt, inshallah. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alameen. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala baytihi al-tayyibin al-tahirin.